Die Räume sind fertig hier. Sieht jetzt natürlich erstmal ein bisschen kacke aus, dass da über diese Steine drin liegen. Dafür gibt es einen Trick. Entweder wir warten, oh, es gibt eigentlich zwei Tricks. Entweder wir warten, bis sie alle benutzt werden. Also dieser Trick dauert sehr lange. Oder wir gehen nochmal auf D für Designation, dann auf B für, wofür steht B eigentlich hier? Da unten, Set Building Item Properties, das ist es. Dann kriegen wir hier so eine Einstellung, wo wir Items auswählen können. Dann hat man oben die Auswahl, erstmal Gegenstände zu verbinden oder zu claimen, also für sich zu beanspruchen oder das zu verbieten, dass sie benutzt werden. Dann, dass sie für auswählen, dass sie geschmolzen werden. Dafür auswählen, dass sie versteckt sind oder nicht versteckt sind. Wenn sie versteckt sind, sehen wir sie nicht mehr, da sind sie aber immer noch. Das Hand für uns ist jetzt wieder D zu drücken für Dump Item. Da wird ein Gegenstand ausgewählt, um weggeräumt zu werden. Dann wählen wir einfach diese große Fläche aus und sehen, die leuchten alle lila. Die sollen jetzt in den Müll geworfen werden. Jetzt fragt ihr euch natürlich, Müll? Ah, wir haben noch keinen Müll, wir machen uns jetzt einen. Und zwar, wenn wir auf I gehen für die Zonen. Haben wir noch ein paar mehr Zonen, die wir brauchen. Aber jetzt machen wir erstmal hier eine kleine Einfeldzone und drücken hier für G für Garbage Dump. Und schwupp haben wir hier so ein kleines Fältchen. Das sind immer, wenn ihr auf EasyT auch seht, da werden erstmal alles, was wir an Müll haben, hingeräumt. Und ja, gerade macht es keiner, aber prinzipiell werden dann die Dinge da hingeräumt. Außerdem möchten wir diesen Raum natürlich jetzt einrichten. Das heißt, wir gehen wieder auf B und dann natürlich jetzt für, na, fangen wir mal mit den Türen an. Es kommt auf jeden Fall hier eine Tür rein, damit der Schlafsaal abgesperrt ist. Eine in den Essenssaal und eigentlich würde ich hier jetzt auch gerne Türen hinbauen, wir haben nur noch nicht genug. Das heißt, da kommen auch noch welche hin. Dann bauen wir Betten, die kommen hier in diesen hübschen kleinen Schlafsaal rein. Damit da prinzipiell jeder von unseren Zwergen erstmal was schlafen kann. Und wir haben jetzt Tables und Chairs, die kommen hier in die Mitte rein. Das wird unser Esssaal erst einmal. Hier haben wir noch nicht so viel, aber dafür reicht es schon mal so. Jetzt sehen wir, die Sachen sind erstmal alle grau unterlegt, die müssen jetzt alle dahin geräumt werden. Das heißt, jetzt sind irgendwelche Zwerge damit beschäftigt, die dahin zu tragen. Währenddessen möchte ich hier einmal graben, denn ich habe hier, übrigens mit K kommt man in die, quasi in die Ansichtstaste, da kann man sich auf alles klicken und sieht dann, was das ist. Zum Beispiel hier eine Elder oder hier Peat Wall, also ein Dreck oder ja, hohe Genesis Walls und sowas. Hier habe ich halt dieses Peat entdeckt, also dieser Erdboden. Ich hoffe, dass hier in diesem Bereich noch mehr davon ist, deswegen gehe ich nochmal auf die Auswahl, also auf die Bauauswahl und lasse hier mal einen kleinen Gang hinbauen. Und dann einen kleinen Raum. So, hier. Ich vermute, dass dieser Raum gut ist. Ich hoffe es zumindest. Dann haben unsere Zwerge dort erstmal etwas zu graben. Und ich hoffe, dass ich da schon mal ein bisschen Fläche finde, die ich zum Farmarbeiten benutzen kann, die vielleicht noch ein bisschen hier dran liegt. Weil, ja, ich hoffe, dass wir da möglichst früh eine Farmfläche hinbekommen. Währenddessen kann der andere Mann sich eigentlich mal hinstellen und hier schon mal die Treppen hinbauen. Weil er gerade nichts zu tun hat, der andere Minenarbeiter. Weil hier kann ja nur einer graben und alle anderen Minenarbeiten haben wir erstmal durch. Haben wir da immerhin schon mal was zu tun. Ja, und jetzt braucht der hier natürlich ein bisschen länger. Aber mir scheint teilweise dahinter scheint schon Erdboden zu sein. Zur Not müssen wir halt einfach noch größere Massen dort ausheben. Mal sehen. Indessen, ja, hier wurde noch nichts hingeräumt. Schade eigentlich. Aber hier sehen schon Leute Construct Building. Die Construct Wooden Win, Construct Rock Throne, Make Nestbox sind halt in den Gebäuden, genauso wie. Oh ja, die Mechanics habe ich fast vergessen, euch zu zeigen. Ich habe hier jetzt hingestellt, habe gesagt, Jobauswahl und dann T für Make Rock Mechanism. Das sind halt die Mechaniken, die wir dann auf kurz und lang in größerer Masse brauchen werden. Und mir fällt gerade ein, unsere Dump Zone liegt da echt kacke. Mit X. Entferne ich die mal wieder. Und lege die hier hin. Damit sie eigentlich bei unserem eigentlichen Treppeneingang ist, das ist viel klüger, dass ich auch drauf kommen kann. Haben wir sie nämlich da und können sie dort nutzen. Weil hier wollen wir unsere Haupttreppe haben und eine, das in der Nähe zu haben, macht natürlich Sinn. Ja, ein bisschen Erdboden haben wir dort. Ich hoffe, dass das ausreicht, um schon mal ein kleines Feld zu bauen. Das würde schon mal reichen, damit wir zumindest eine Grundversorgung an Feld haben. Und unten in der Ebene darunter dann für unsere Tiere einlagern können, weil die brauchen ja auch Platz. Ja, also jetzt etwas, jetzt gehen wir mal auf Bauen und für P für einen Farmplot, dann können wir dann auch größer machen und möchten den gerne hier in dieser rechten Fläche, die hier frei ist, haben. Das ist natürlich jetzt noch randüber, aber immerhin ist da schon mal welcher. Und gehen dann mal hier unten hin, weil hier möchte ich jetzt meine Tierfarm hinbauen, die kann ruhig ein bisschen größer werden.
weil wir durchaus noch mehr Hühnchen bekommen werden. Und die kriegt dann hier einen Weg rüber, für den wir dann auch noch was machen werden. Und wir haben ja schon unsere ersten Mechaniken. Wenn wir auf T gehen, kommen wir in den Fallenbereich und kriegen hier Schalter. Einen davon bauen wir schon, wir brauchen gleich noch einen zweiten hier. Und dann können wir damit nämlich die Floodgates, die wir dann bauen werden, fernsteuern. Was natürlich richtig gut ist, weil dann können wir halt jemanden aus sicherer Distanz sagen lassen, mach das hoch, mach das runter. Außerdem können wir hier noch mehr Fässer, weil wir gar keine mitgenommen haben quasi, und auch Bins bauen. Und hier noch mehr Türen. Also wir haben Teilfässer, dadurch, dass wir das Essen da drin hatten, aber noch nicht so viel. Außerdem brauchen wir noch eine Zone, fällt mir gerade mal ein, die wir ruhig mal irgendwo hinpacken können, wo es ein bisschen weiter weg ist. Zum Beispiel hier ist nichts Tolles. Die machen wir deutlich größer und drücken auf R. War doch hier für R, oder habe ich das falsch? Aha, Blödsinn, es ist keine Zone. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Es ist keine Zone, es ist ein Stockpile. Dann müssen wir den Stockpile dazu machen. Das geht auf P, das sind quasi Lagerplätze. Und wenn wir jetzt auf R gehen, das wollte ich haben, genau, das auf Refuse, also auf Müll, Abfall, eigentlich schon eher, Müll ist mehr der Garbage, haben wir hier einen großen Stockpile hin, so sehen Stockpiles immer aus. Da kommt unser Abfall drauf, weil hier liegt zu viel Zeug rum, dieses Lila, ne, das ist alles nicht gut. Jetzt wird das halt der Refuse so gemacht und vor allen Dingen auch Katzen räumen dieses Zeug weg, was halt richtig, richtig gut ist. Wir werden uns etwa noch innen so ein Stockpile bauen, weil netterweise, also ist so, aus diesem lila Zeug kann sogenanntes Miasma entstehen. Miasma macht Zwergen schlechte Laune. Und ihr wollt keine schlecht gelaunten Zwerge haben. Aber Miasma kann sich nicht durch Ecken fortbewegen. Also, ich erkläre das einfach mal hier an diesem Punkt. Stellt euch mal vor, dieser Stein, wo jetzt das X ist, da wäre eine freie Fläche. Dann könnte ein Zwerg hier so durchgehen. Oder jeder andere auch. Aber Miasma kann da nicht durch. Das heißt, man kann dann hier einen Raum erzeugen, der als Refuse-Stockpile geht, wo die Zwerge rein können. Man kann auch eine Tür davor bauen, durch die kann das Miasma auch nicht durch, aber Türen müssen halt aufgemacht werden, um reinzugehen. Und, aber durch den Eckraum kann das Miasma nicht raus, aber die Zwerge und Katzen können rein, um den Müll wegzuräumen. Übrigens, das ist wirklich cool, dass Katzen sich hinstellen und den Müll wegräumen. Das hat man auch nicht so häufig. Und hat damit dann halt quasi in sich einen Abschluss, weil hier ist das halt recht weit weg. Wenn wir Pech haben, ist der viel zu weit weg, als dass die Katzen sich da wirklich drum kümmern können. Oder die Leute sich drum kümmern können. Die haben nämlich überall verschiedenste Dinge zu tun. Die werden jetzt auch, ich habe hier irgendwo noch Sachen für Gather Plants ausgesucht. Das dauert natürlich, bis sie damit fertig sind. Dementsprechend dauert sowas halt alles immer recht lange. Und es kümmert sich gerade auch keiner um die Mechanics. Ich wähle mal unseren Expedition Leader auf und nehme dem das Gather Plants erstmal weg, weil das Plant Gathering, das macht halt recht viel Ärger, weil das sehr viel Zeit braucht. Dann soll er sich lieber erstmal um die Mechanics kümmern und um das Feld, das ist viel wichtiger. Wir sehen hier schon, aha, das sollte ich auch unbedingt erklären. Hier oben steht so ein kleines CLT. CLT steht für Clusterung, das bestimmt, wie viele Gegenstände da liegen. Wenn wir nämlich auf T gehen, sehen wir immer in jedem Gebäude, wie viele Gegenstände sind. Wir sehen hier, liegt halt überall richtig viel Zeug mittlerweile rum. Auch mehr Türen, die wir gleich nutzen können. Und das hat halt zur Folge, dass wenn da viel Zeug liegt, das Arbeiten da einfach schlechter geht, weil da halt so viel Zeug rumliegt. Kennt ihr auch, wenn ihr auf eurem Schreibtisch total viel Zeug rumliegt, was ihr da vom letzten Mal Dinge machen liegen gelassen habt, dann das Hausaufgabenheft wieder zu finden oder die Dokumentation oder das letzte Skript, das ist schon nicht so einfach. Dementsprechend ist es hier bei den Zwergen genauso. Und dementsprechend sollte man das auf Ordnung halten. Dafür gibt es die Stockpiles, wenn ich jetzt nochmal die letzten beiden Türen, eine Tür kann ich nochmal, dafür gibt es halt auch so Stockpiles, dass man diese Sachen hinterher halt lagern kann, dann liegen sie nicht mehr in den Gebäuden rum. Das werden wir dann hinterher auch nutzen. Wenn wir soweit sind. Währenddessen sind die Zwerge hier dabei, diesen riesigen Raum auszuheben, was halt schon gar nicht so schlecht ist. Und hier haben wir jetzt unser erstes Feld. So sehen Felder aus. Wir haben hier unten die Auswahl des Monats, der Jahreszeit. Es gibt die vier Jahreszeiten und man kann für jede Jahreszeit bestimmen, was dort angebaut wird. Ich gehe jetzt für alle hin und sage dort Plump Helmets. Das solltet ihr am Anfang auch erstmal machen. Es gibt zwar immer recht viel zur Auswahl, außer im Winter, da kann man nicht so viel zu aussagen. Plump Helmets sind als Allzweckmittel erstmal immer schon mal ziemlich gut. Und wir haben auch nur für Plump Helmets die Spawns dabei. Von daher kommt uns das ganz entgegen, die dort zu nutzen, damit wir da nicht so wie ich Probleme mitbekommen. Ja, hier haben wir jetzt endlich mal ein paar Tische. Nein, wir haben hier nur Stühle bisher. Man sieht, hier gibt es dann mal Optionen für Make Room. Und hier können wir einen Throne Room oder Study, das brauchen wir nicht, wir brauchen einen Tisch, dann können wir da nämlich eine Küche rausmachen.
Da kommt ein Tisch. Nein, es kommt ein Stuhl. Mist. Menno, Jungs, ich will die Tische. Aber wenn wir Pech haben, liegen die Tische alle hier unten. Oder was? Auch? Ah, jetzt bin ich auf einmal auf so. Nein, das wird ein Tisch rübergetragen. Sehr gut. Ich kann hier mal sagen, ich verbiete mal einmal alles, was hier unten liegt, damit keiner auf die Idee kommt, das irgendwie einzusehen. Holen zu wollen, dann taucht das auch in unseren Rechnungen auf keinen Fall mehr auf. Hoffentlich kommt sich auch bald hier ins Bett. So, der erste Tisch ist da. Jetzt gehen wir hier. Make Dining Room. Dann haben wir die Auswahl. Ich will erst noch eben gucken, ob ich die letzte Tür da habe. Nein, okay. Das hält normalerweise an Türen. Da wir hier noch keine Tür haben, wird es da halt nicht fertig oder zumindest noch nicht in Auftrag gegeben haben dort. Und das auch noch dauert, bis sich jemand wieder eine Tür macht. Ja. Okay, dann machen wir erst einmal den Schalter unten fertig und dann zeige ich euch das. Hatten wir ja gerade schon einmal, machen wir jetzt hier noch einen zweiten Schalter daneben. Und machen auch schon mal ein Floodgate. Das ging, glaube ich, mit X. Ja, hier kommt ein Floodgate hin. Wenn die Zwerge dahinter sind und noch am Buddeln sind, stört das noch nicht so. Wichtig ist, wenn es dann da ist, dass wir da einstellen, dass es auch wieder hochgeklappt wird. Weil sonst kommen die Zwerge dort nicht mehr raus. Auf sowas muss man wirklich aufpassen. Es kann ja doch schon mal passieren, dass man seine Zwerge irgendwo einsperrt. Okay, der scheint auch noch länger zu sein. Ach, dass die teilweise alles nicht rechtzeitig fertig bauen, ist ein bisschen ärgerlich, aber naja. Auf jeden Fall bekommen wir noch genug Mechanics, ja. Dann baue ich nämlich auch schon mal hier Schalter hin. Wofür seht ihr dann gleich? Und wir nehmen jetzt erstmal diesen Tisch hier, um den Raum zu machen. Dann kommen wir nämlich hoffentlich, ja. Wir nehmen jetzt diese Größe hier, auch wenn da unten die Tür noch nicht da ist. Also. Ich könnte, wenn ich das einstelle, das Ganze auch noch größer machen durch die Tür raus. Nur das bringt mir halt nichts. Deswegen machen wir das so. Und sagen, dem Ganzen nennen wir H für Meeting Hall. Dann zählt das als Dinner. Und wir gehen auch einmal auf I und legen hier eine Zone drüber. Und sagen dieser auch Meeting Area. Dann findet alles, was an Treffen und Zeug stattfindet, erstmal dort statt. Hier oben möchten wir einen Stockpile für Food haben. Da wird standardmäßig eigentlich, glaube ich, dann alles ausgewählt. Hier. Also wir sehen hier, wenn man mit S. Also wenn man auf Q ist und dann auf S auf ein Stockpile geht, sieht man hier alles, was da drin ist für die Optionen. Und jetzt ist erstmal alles, überall alles ausgewählt. Auch zum Beispiel unsere Eier. Und da sage ich jetzt erst einmal, ich gehe auf die Eier und wähle dort die Hühnereier aus, dass die dort nicht mehr reinkommen. Das hat eine wichtige Funktion, die ich euch erkläre, wenn wir die Hühnerfarm bauen. Ansonsten kommt alles an Essen und Trinken erstmal da rein und wird dort gelagert. Das ist ganz, ganz wichtig, damit unsere Zwerge das nicht alles draußen stehen haben, weil draußen verschimmelt sowas immer recht schnell. Wenn es drinnen in Fässern steht, hält sich das länger. Deswegen ist auch wichtig, dass man diesen Raum sehr früh macht, diesen Stockpile. Und währenddessen hier trägt schon jemand das Floodgate rüber. Hoffen wir auch, dass die Farmer, ja, die sind halt erstmal mit verschiedensten Dingen zu tun. Weil jetzt halt ganz viel hin und her geräumt werden muss und so etwas. Das frisst dann halt immer sehr viel Zeit, bei Zwergen Dinge hin und her zu räumen. Aber hier kümmert sich jetzt jemand um den. Das Floodgate ist natürlich jetzt platziert worden, aber der Liefer hier noch nicht. Ich hoffe, dass sich da gleich jemand drum kümmert. Weil ohne die kommen wir da auch nicht raus. Also unser, welcher ist das hier, der den jetzt gebaut hat? Und warum zum Himmel pippt er jetzt etwas von Steam auf? Naja, tut mir leid, das kann ich da jetzt leider nicht wegmachen. Ja, unser Expedition Leader, der das machen sollte, der den Leaf bauen sollte, hat sich jetzt natürlich dort eingesperrt. Das sind Zwergenprobleme, die man häufiger hat. Deswegen gehen wir jetzt bei unserem Mason hin und geben dem hier Mechanics und gehen bei unserem Stonecrafter hin und geben dem Mechanics, damit die sich im Zweifelsfall darum kümmern. Na, jetzt müssen wir die richtige Taste treffen. So. Diese Shelter dorthin zu bauen, damit unsere Zwerge dort nicht ewig festsitzen, weil hier ist schon jemand mit ja, verschiedensten Dingen machen noch beschäftigt.